Heute bin ich mit leeren Händen hier, habe keinen Award dabei, denn der Award ist natürlich schon lange vergeben. Wir haben hier heute Felix Werner von Loftfilm und das Gemälde für 1 Million Euro Monatsumsatz haben er und sein Geschäftspartner Jonas natürlich schon lange erhalten. Und wir werden heute mal zusammen darüber sprechen, naja, wie so die Anfänge bei euch waren, wie das damals losgegangen ist, wie du mit Jonas zusammengefunden hast und auch, was ihr natürlich heute macht, wenn ihr schon einfach dieses phänomenale Ergebnis von 1 Million Euro Monatsumsatz erreicht habt. Was macht man da eigentlich noch? Darum wird es heute gehen. Dann erzähl doch mal, wie hast du denn damals mit Jonas zusammengefunden, um Loftfilm zu gründen? Ja, ich kannte Jonas schon ziemlich lange. Wir sind dann beide die gleiche Ausbildung gemacht. Wir sind beide nicht studiert, aber haben die gleiche Ausbildung gemacht zum Mediengestalter, also quasi Kameramann sind wir eigentlich beide. Und Jonas hat dann damals mit Loftfilm gestartet. Lustigerweise, also er war damals digitaler Nomade und unterwegs und war gerade in Barcelona. Und ich habe ihn zu der Zeit gerade auch in Barcelona besucht. Ich habe damals noch in einem anderen Job gearbeitet, habe Urlaub gemacht, habe Jonas da besucht. Und eigentlich wollten wir eine Woche in Barcelona verbringen, ein bisschen Sightseeing machen. Und stattdessen hat Jonas dann jeden Tag gearbeitet, bis spät und meinte so, er muss jetzt hier noch schnell das LinkedIn-Profil für Loftfilm bauen, er muss jetzt noch dies und jenes machen. Und war trotzdem ein cooler Urlaub. Und dann ungefähr ein Jahr später, 2019 war das dann, hat Jonas mich gefragt, hey, er braucht Drehbuchautoren, ja, als Freelancer, die Drehbücher schreiben für die Filme. Und hat dann an mich gedacht und ich habe gesagt, hey, ich kann mir das vorstellen. Ich habe das dann neben meinem eigentlichen Job nebenher gemacht. Was war dein eigentlicher Job? Ich habe beim Radio gearbeitet. Ah, cool. Ja, und habe dann, also hatte schon mit Texten und so weiter, hatte ich schon zu tun. Und habe dann in meiner Mittagspause quasi nebenher, habe ich dann die Drehbücher geschrieben für die ersten Loftfilm-Kunden. Und dann ein paar Monate später war ich auf Reisen und wollte eine Weltreise machen. Mhm. Dann hat Jonas mich angerufen und hat gesagt, hey Felix, ich will das jetzt groß machen mit Loftfilm, komm doch zurück nach München. Ja, und wir bauen das hier auf, ich will ein Team aufbauen, ich will da jetzt irgendwie mal Gas geben und ich breche jetzt mein digitales Nomadensein ab und mache jetzt alles wieder klassisch offline quasi und mit Büro in München. Ich so, Jonas, das ist gerade schlecht, ich bin erst vor 2-3 Monaten aufgebrochen. Und also nicht so Feuer und Flamme direkt. Genau, hab gesagt, hey, in 6 Monaten, gib mir noch 6 Monate Zeit, dann komme ich dazu, mach mal ganz entspannt. Ja. So, und Jonas hat dann gemeint, nee, auf gar keinen Fall. Und hat Jonas sehr gut in Einwandbehandlung. War der schon bei uns im Training zu dem Zeitpunkt? Der war schon im Training, ja. Ah, da hat er wahrscheinlich bei uns gelernt, wie er seine ersten Mitarbeiter akquirieren kann, sozusagen. Und da warst du auch quasi Person Nummer 1, die als erster Mitarbeiter mit in die Firma gegangen ist. Ganz genau, ja. Ja, krass, gute Story. Also ihr wart beide sozusagen Mediengestalter in der Ausbildung zuerst, wart also schon dem Film sehr nahe. Was hat dich denn damals dazu bewegt, einfach so in diesen kreativen Bereich zu gehen? Bist du so ein kreativer Typ dann auch immer schon gewesen? Ich habe in der Schule schon immer, war ich der Typ mit der Kamera. Ich glaube, jeder Klasse hatte so einen Typ mit der Kamera, der so Fotos und Videos gemacht hat. Das war ich. Deswegen, ich habe nach der Schule dann erstmal versucht, in irgendwas Klassisches reinzugehen, also Richtung Maschinenbau. Das hat aber gar nicht funktioniert. Weil es wahrscheinlich der künstlerische Beruf ist ja wahrscheinlich nicht so einer, dem man sehr viel Geld nachsagt, kann ich mir vorstellen. War es dann eher so ein Weg vielleicht in Richtung Sicherheit oder so? Ja, auf jeden Fall. Also es war immer so dieses Jahr Medien, da verdient man nicht so viel und irgendwie will ja jeder gerade irgendwas mit Medien machen. Mhm. Und deswegen habe ich dann damals gesagt, und ich bin schon eher so ein blauer Typ, also so Zahlen, Daten, Fakten basiert, analytisch. Mhm. War auch immer sehr gut in Mathe zum Beispiel in der Schule. Und hat da gesagt, hey, ich mache das Vernünftige und gehe Richtung Maschinenbau, lerne was Ordentliches und mache dann da, verdiene dann da mein solides Geld. Das war so meine Idee und habe dann schnell gemerkt, das passt gar nicht. Ja, ja gut, das ist so, wenn man vielleicht vielseitig auch talentiert ist oder macht einerseits gerne was Kreatives, gleichzeitig ist man aber auch, sag ich mal, sehr kompetent in etwas, was auch Geld bringt, dann kommt man durchaus in die Überlegung, mache ich vielleicht nicht irgendwas dann in der Richtung und lebe mich vielleicht kreativ eher so als Hobby weiter aus. Aber dann hast du dann irgendwann doch gedacht, nee, ich muss das machen, ich folge jetzt diesem Ruf sozusagen, dieser Berufung, Mediengestalter, ich muss das mit Film machen sozusagen. Ja, genau, und habe dann das gelernt und habe in meiner Ausbildung, ich habe damals, ich glaube, 500 Euro im ersten Jahr verdient, also pro Monat. Und habe dann halt so eine klassische Ausbildung IHK mit Abschlusszeugnis und allem drum und dran gemacht. Genau. Und parallel hast du dann später bemerkt, dann haben sich die Wege zwischen dir und Jonas getrennt? Oder
Ja, wir waren halt immer so in Kontakt. Jonas war viel unterwegs. So, wir waren gut befreundet, haben uns ab und zu mal gesehen, wenn er dann doch mal in München war oder ich eben unterwegs wieder in Barcelona oder auf Bali, da haben wir uns mal wieder getroffen. Also es war so eine Freundschaft, wie man wahrscheinlich viele hat, wo man so sagt, hey, man sieht sich irgendwie ein, zwei Mal im Jahr. Und wenn man sich sieht, ist alles so wie immer. Ja, genau. Wie früher, hat richtig viel Spaß und geht zusammen feiern und dann ist cool. Genau, und das ist natürlich jetzt über die letzten Jahre, ist das reden wir jeden Tag miteinander. Hast du schon irgendwie damals bemerkt, zum Beispiel als du von Barcelona gesprochen hast und Jonas war die ganze Zeit so am Laptop, da ist irgendwas im Gange, das könnte was werden, oder hast du das noch nicht kommen sehen, dass das irgendwann mal ja so eine Multimillionenfirma wird? Also, dass das eine Multimillionenfirma wird, das glaube ich, also jeder, der sagt, der wusste das damals schon, der lügt. Ich wusste, dass Jonas ein smarter Typ ist, ein mega smarter Typ. Und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann setzt er es um. So, Jonas ist so, wenn er sagt, ich mache das, dann macht er das und zieht das auch durch. Das heißt, ich wusste schon, okay, da passiert was, aber was jetzt Erklärvideos sind und so weiter, hatte ich damals keine Ahnung von. Ich war so, ja, der macht halt so sein Ding, ich mache mein Ding und das ist es. Hattest du denn zu dem Zeitpunkt, als Jonas dir dann gesagt hat, er ging ja erst auf dich zu und wollte dich als Drehbuchautor sozusagen nebenher beschäftigen, das hast du dann auch gemacht, da warst du noch in deinem Hauptberuf, mit der Ausbildung dann schon fertig oder? Genau, die Ausbildung hatte ich fertig. Warst du im Radio? Genau, ich war dann 2 Jahre beim Radio, hab da in der Redaktion gearbeitet und hab dann aber schon so angestrebt, hey, mich selbstständig zu machen als Freelancer. Also ich habe dann in den letzten Monaten angefangen, eben Drehbücher zu schreiben. Ich hatte noch ein paar andere kleine Jobs, habe so Fotos gemacht, Videos gemacht, also als Videograf, Fotograf, habe so ein paar Sachen als Cutter gearbeitet, alles eben als Freelancer auf Rechnung und habe dann auch das von unterwegs gemacht. Also habe dann von unterwegs dann auch Projekte geschnitten und sowas und habe dann eben das alles aufgegeben, um zu sagen, hey, ich nutze diese Chance. Ich habe, Jonas hat damals gesagt so, hey, sag mir, was für ein Gehalt du willst, mehr oder weniger. Ich habe gesagt, Thema Einwandbehandlung, Ich habe gesagt, ich brauche 3.000 Euro brutto, damit ich mir in München eine Wohnung leisten kann. Ja. Und wenn du mir das zusagen kannst, dann bin ich dabei. Und dann gesagt, jo, lass machen. Und dann bin ich 2 Wochen später wieder zurück nach München und habe dann bei Loftfilm als erster Mitarbeiter angefangen. Deine Weltreise hast du erstmal auf Eis gelegt dann, sozusagen. Wie hat er dich also im Endeffekt dann gekriegt, dass du gesagt hast, okay, ich mach das jetzt? Also, es war schon eine schwierige Entscheidung. Ich habe noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Also, ich habe noch mal drüber nachgedacht und war dann so, hey, ich probiere das, ich versuche das. Wenn es klappt, super, super geil, dann ist das eine große Möglichkeit, eine große Chance. Wenn es nicht klappt, dann ja, kann ich immer noch zu meiner Weltreise zurückgehen. Also, es war und schon als Freelancer arbeiten sozusagen, weil hinterher keiner weg. Ja. Es war im Endeffekt so ein bisschen, ich hab ja nichts zu verlieren, jetzt da loszulegen und ein Unternehmen mit aufzubauen. Ja, und jetzt haben wir ja quasi eine ganz spannende Situation, denn Jonas war ja schon im Interview gewesen, hat seine Perspektive davon erzählt, wie das damals war, das aufzubauen. Wie hast du das denn quasi wahrgenommen, sozusagen als erster Mitarbeiter? Wie waren so die Anfänge damals? Du warst ja quasi nicht wirklich in der Selbstständigkeit, sondern du warst ja angestellt, aber irgendwie dann doch irgendwie schon, weil ihr hattet ja eine Freundschaft, die euch verbindet und ihr hattet geplant, das beide groß zu machen. Also wir haben das dann relativ schnell aufgeteilt. Jonas hat gesagt, er kümmert sich um Marketing und Sales und ich kümmere mich um Produktion und dass halt alles läuft, dass die Kunden happy sind. Und das war relativ schnell eine sehr große Verantwortung, weil also ja, du hast halt einfach, ich habe damals alles selbst gemacht. Also ich habe die Drehbücher geschrieben, ich habe unser erstes KPI-Sheet für die Produktion noch händisch irgendwie selbst ausgefüllt und aber auch noch viele Sachen nebenbei gemacht. Wir haben dann angefangen, Social-Media-Account zu machen, wo ich dann die Postings noch nebenbei gemacht habe. Ich weiß noch, ich bin einmal am Wochenende, war so eine Messe in München und ein Kunde von uns war da. Der so, hey, voll cool, wenn wir da ein Testimonial auf dieser Messe drehen können. Also bin ich da halt mit der Kamera hingefahren und habe dann ein Testimonial mit dem Kunden gedreht. Also ich habe wirklich so ein bisschen Mädchen für alles gemacht. Auch dann, als wir weiter Mitarbeiter gesucht haben, habe ich halt mich da mit dem Thema Recruiting beschäftigt, habe dann die ganzen Gespräche geführt und so weiter. Also es war schon sehr, die Anfangszeit sehr intensiv. Und aber es ist auch sehr spannend. Ich meine, man macht ja sehr viele unterschiedliche Dinge. Wenn man das halt vergleicht mit einem Job, sage ich jetzt mal, wo man als Angestellter ist, wo man dann vielleicht im Radio dann doch jeden Tag seine feste Struktur hat, ist ja, man auf einmal hat man so viele Dinge gleichzeitig zu erledigen. Kostet natürlich sehr viel Zeit, aber es war mit Sicherheit auch sehr spannend.
Also spannend auf jeden Fall. Ja. Also was ich sagen muss, was wirklich das Krasseste dann war in den ersten Monaten, ist deine Lernkurve. Mhm. Weil wenn du viele Dinge tust und wenn du dich da in ungewohnte Sachen oder Sachen, die du noch nie gemacht hast, reinwirfst, du lernst einfach extrem schnell. Ja, und wir hatten auch Glück, dass wir oder die richtige Entscheidung getroffen, dass wir mit euch zusammenarbeiten, so wo man einfach sehr wertvollen Input bekommt und wo man so viel Wissen bekommt, was man umsetzen kann, was man für sich anwenden kann und dann sieht, hey, es funktioniert. Mhm. Und das macht natürlich dann Spaß, wenn du siehst, hey, wir haben jetzt den ersten Mitarbeiter eingestellt, mhm. ja, den nächsten Mitarbeiter, die werden ongeboardet, die übernehmen ihre ersten Projekte, da ist man natürlich auch ein Stück weit stolz drauf. Dann. Mhm. Jonas war ja quasi schon Kunde bei uns gewesen und den haben ja auch schon gefragt, wie das war, dass sich dafür entschieden hat. Wie hast du das denn quasi Baule Consulting wahrgenommen? Weil du bist ja quasi dann nach München, ihr wolltet das Team aufbauen. Was war dann Baule Consulting für dich damals gewesen? Wie bist du uns quasi dann erstmalig begegnet? Ja, das ist eine spannende Geschichte, weil mein allererster Kontaktpunkt, das war so zwei, drei Monate, nachdem ich gestartet bin, war, dass es ein Event gab und Jonas ist auf dieses Event gefahren. Ich war damals dann noch nicht mit dabei und kam am Montagmorgen ins Büro, komplett verändert, kompletter Mindset-Shift und hat gemeint, Felix, wir müssen reden, komm mal mit in das Büro. Und wir sind in den Meetingraum, wir haben damals nur ein Büro gehabt, wo wir halt alle zusammen oder wo wir zusammen saßen und sind dann in so einem gemieteten Meetingraum und haben uns dann da hingesetzt und Jonas so, also, ich war am Wochenende auf dem Event, mir ist klar geworden, wir müssen die größte Erklärvideoagentur der Welt werden. Bist du dabei? So, das war ungefähr das Gespräch. Und dann habe ich gemeint, hey Jonas, ganz ehrlich, genau dafür bin ich hier. Ja, ich bin nicht hier, um irgendwie was 0815 zu machen, sondern wenn, dann machen wir es richtig. Und mein Commitment hast du. Let's go. Ja. Und das war mein erster Kontaktpunkt mit euch. Also hatte auf jeden Fall einen extrem hohen Impact am Anfang. Cool. Und wann bist du uns erstmals persönlich begegnet? Bist du dann irgendwann auch mal zum nächsten Event dann mit, nachdem Jonas quasi zurückkam mit diesem Mindset-Shift? Wolltest du das mal selbst erleben? Also ich war auf der Great Baulig Party. Das war das erste Mal, dass ich in Koblenz war. Das ist auch ein Mindset-Shift. Können wir an der Stelle auch mal kurz einblenden. Ja. Dann war damals Corona. Das heißt, so einen persönlichen Kontakt gab es dann gar nicht. Und als nach Corona dann die Events wieder loskamen, dann bin ich auch hierher gekommen. Und das ist schon mal noch was anderes, weil wenn du auch in den Live-Calls bist und dann so an so einem Geschäftsführertag oder sowas und schaust mehr oder weniger zu, vielleicht stellst du mal eine Frage, vielleicht aber auch nicht, dann kriegst du immer so ein bisschen mit, wie dann der ein oder andere vielleicht auch mal ein hartes Feedback von Andreas oder von Markus bekommt. Aber wenn du dann vor Ort bist und das so live mitbekommst, das ist schon nochmal eine andere Energie. Also es geht gar nicht nur um die Inhalte, die auch gut sind, aber es geht auch darum, dass du einfach so einen Drive mitbekommst und so eine Energie, wo dir auch jemand sagt, ey, das macht keinen Sinn so, mach das jetzt anders. So. Und dann, dass du halt wieder den Anstoß kriegst und den Stups in die richtige Richtung. Ja, das ist cool. Natürlich, wenn man dann immer diesen Input bekommt, dann hat man auch immer wieder nochmal wieder eine neue Motivationsboost sozusagen, neue Dinge eben umzusetzen. Wenn man es ja eben gehört, wie Jonas kam quasi zurück, wollte Marktführer werden und kann ja wieder starten, um kleine Brötchen zu backen. Aber wie schnell seid ihr im Prinzip gewachsen? Beziehungsweise wie hast du dieses Wachstum wahrgenommen? Weil wir wissen ja, wo Loftfilm heutzutage steht und du warst von Anfang an dabei. Wie hast du das alles wahrgenommen? Am Anfang, muss ich sagen, war mein Fokus da gar nicht so drauf, weil ich ja für die Projekte zuständig war und Sales war Jonas. Und dann war es bloß dann in so einem Monat so, wo er so meinte, so, diesen Monat wollen wir die 250.000 knacken. Und ich so, okay, alles klar, machen wir. Aber wenn du im Fulfillment ja quasi zuständig warst, dann müsstest du ja quasi auf einmal nochmal Arbeit und hier hast du noch einen Film und noch einen Film und noch einen Film. War das nicht irgendwann viel sozusagen? Das war tatsächlich dann genau meine Herausforderung. Ich war so, okay, aber dann brauchen wir mehr Leute. Dann müssen wir noch Leute einstellen. Und ich glaube, jeder hat das am Anfang, dass man so ein bisschen zögerlich ist, mit Mitarbeitern einzustellen. Mhm. Weil das ist einfach ein großer Schritt. Das ist, jemand vertraut dir, dass er ein Gehalt bekommt, der gibt dafür Leistung. Und wenn es halt nicht läuft, so, wenn du deiner Verantwortung nicht nachkommst und nicht dafür sorgst, dass dein Unternehmen läuft, dann ja, kriegt der Mitarbeiter kein Gehalt. Also ist das schon eine große Verantwortung. Und bei uns war das aber dann so, dass wir dann wirklich relativ schnell 250.000 gemacht haben und gesagt haben, okay, es gibt gar keinen anderen Weg. Ihr müsst ja auch die Dienstleistungen in dem Sinne auch ausliefern können. Und das geht ja nicht, indem du das alles alleine machst, sozusagen. Richtig, genau. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Thema. Wir haben eigentlich schon immer gesagt, so, okay, Sales first, weil ohne Sales läuft dein Unternehmen nicht. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, müssen wir mal hervorheben. Genau. Ja. Und wenn du aber Sales first
stellst und sagst, hey, unsere Umsätze müssen wachsen, die müssen da und dahin kommen. So, und du kommst dann dahin, dann musst du dir natürlich parallel überlegen, okay, wie können wir jetzt dazu die passende Delivery aufbauen? Was kommt alles da dazu? Aber du musst dich erst um den Umsatz kümmern und dann überlegen, okay, was brauchen wir dafür, damit das dann auch nicht wieder gleich zusammenbricht. An der Stelle muss man sagen, du willst ja auch große Probleme haben. Klingt erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber du willst nicht irgendwie kleine Probleme haben, die jeder im Prinzip hat, sondern was meine ich damit? Wenn Jonas sagt, wir wollen jetzt hier den Umsatz an erste Stelle stellen, wir haben da unsere Ziele und der Jonas schafft es dann auch eben, die Kunden an Bord zu holen, dann ist es natürlich ein riesiges Problem, das erst einmal dann auch auszuliefern. Ne? Also diese ganzen Filme, die man abarbeiten muss, dann wirklich dem gerecht zu werden. Und das ist ein großes Problem. Also das wurde ja im Sinne von Mitarbeiter einstellen dann auch gelöst, oder? Ja, genau. Große Probleme sind wichtig, weil wenn es jetzt wäre, hey, wir haben nächsten Monat, müssen wir 5 Filme mehr verkaufen. So, dann hätte ich gesagt, gut, die mache ich halt am Samstag noch oder keine Ahnung, die mache ich in meinen Überstunden, kein Thema. Aber wenn du plötzlich sagst, hey, nächsten Monat wollen wir doppelt so viele Filme verkaufen, dann überlegst du, dann ist die Fragestellung eine andere. Und dann überlegst du, okay, wir brauchen eine andere Lösung dafür. Es kann nicht sein, Felix macht alles, sondern okay, wir brauchen jemand Neues. Genau. Okay, wenn wir jemand Neues brauchen, dann muss der richtig ausgebildet werden. Wer macht das? Wie funktioniert das? Wie sieht dann eine Schulungsplattform aus? Wie muss der Prozess sein, damit jemand möglichst schnell das lernt und so weiter und so fort. Und du warst dann auch derjenige, der für die Prozesse eben zuständig ist, ne? Und das dann alles geplant hat. Also er hat quasi sozusagen Architekt des Wachstums auch mit, weil er eben, das ist ganz wichtig, es geht nicht nur darum, natürlich die Kunden an Bord zu holen, den Umsatz zu machen, was natürlich das Herzstück einer Firma ist, sondern es geht auch darum, dann diesem Wachstum, den man sich selber aussetzt in dem Sinne, dann auch gerecht zu werden durch Mitarbeiterschulung, durch Prozesse bauen. Wie schaffe ich es immer, dass wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, dass sie auch in derselben Qualität die Filme erstellen können, ja, und dass sie in derselben Qualität gecuttet werden. Und das ist auch eine architektonische Leistung, muss man sagen, das dann auch eben hinzukriegen. Wie schnell ist denn sozusagen euer Team dann auch gewachsen? Wie kamen so die ersten Mitarbeiter rein? Wir haben natürlich viele Sachen aus dem Training genommen und adaptiert, zum Beispiel halt, wie muss eigentlich ein Recruiting-Prozess aufgebaut sein? Weil ich war ein paar Mal in meinem Leben in Bewerbungsgesprächen auf der anderen Seite und für mich war das immer irgendwie total chaotisch. So, und es war nie koordiniert. Und jetzt hat man so gesehen, hey, es geht aber auch mit Systemen. Und so wie du eigentlich einen Verkaufsprozess aufbauen kannst, kannst du auch einen Recruiting-Prozess aufbauen. Und dann haben wir uns daran gemacht, haben auch Skripte geschrieben für die Gespräche. Und ja, haben dann die ersten Mitarbeiter aber hauptsächlich echt so über Empfehlungen bekommen. Also der Mathieu zum Beispiel, der jetzt bei uns der Vertriebsleiter ist, kam einfach über einen Kontakt. Dann einer der ersten, der bei uns im Fulfillment angefangen hat, den kannte ich persönlich, war so ein alter Bekannter, sag ich mal. Und so hat man so ein bisschen geguckt, wo findet man dann überhaupt Leute. Es kam dann auch relativ schnell im Fulfillment jemand, der über diese Facebook-Ad tatsächlich kam. Aber wir haben viel getestet, viel rumprobiert und bis zu dem Punkt, wo wir jetzt heute halt wirklich ein System haben, was funktioniert, wo wir einfach sagen können, wir schalten vorne an, hinten kommen Bewerber und dann eben Mitarbeiter raus. Und wir hatten jetzt letzten Monat... Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Bis Datum? Ab 50. Ja, um die 50. Das ist natürlich auch schon mal eine große Hausnummer. Also, was du eben gesagt hast, ist natürlich auch wichtig, dass man sich immer auch in seinem bekannten Kreis umhört und guckt oder auch immer überlegt, wen kenne ich noch aus der jetzigen Zeit oder auch aus der Vergangenheit, wo ich denke, der würde da gut reinpassen. Der könnte ich mir gut vorstellen, an Bord zu sein. Und es spricht nichts dagegen, diese Person mal anzuschreiben und zu sagen, ja, ich kann mir das vorstellen, wenn du möchtest, dann bewirb dich doch einmal bei uns und dann einfach den ganz normalen Bewerbungsprozess eben zu durchlaufen, um die ersten Mitarbeiter dann auch mal zu akquirieren, bevor man natürlich dann auch über bezahlte Werbung, regionale Werbung dann auch an die erste Anfragen natürlich kommt diesbezüglich. Ja, also es war bei mir eine ganz witzige Geschichte, weil ich kannte den wirklich so flüchtig. Ich habe ein paar Mal getroffen auf so Partys, gemeinsamer Freundeskreis. Und hab den angerufen, hab gesagt, hey, ich bin wieder in München, wieder da. Hey, wie schaut's aus? Wollen wir mal was essen gehen? Und dann habe ich beim Essen gehen einfach nur die ganze Zeit von Loftfilm geschwärmt. Und wie cool das da ist. Und ihn so gefragt, hey, was machst du denn eigentlich gerade so? Und wie ist es denn? Und er meinte so, ja, also Studium ist bald vorbei und so weiter. Und ich so, ah, okay, spannend. So, und dann war das auf eine, also ich habe den nicht angerufen, hab gesagt, hey, willst du bei mir arbeiten? Naja, klar. So, ja. Sondern hab ihm davon halt erzählt, hab geguckt, passt das irgendwie? Und dann war es auch ein bisschen Glück. Also ich
dachte mir natürlich vorher schon, dass er gut passen könnte. Mhm. Aber war es auch ein bisschen Glück, dass es dann am Ende ein Match war. Ja, perfekt. Ja, dann solche muss ich natürlich nicht anbiedern, ne, um ja, sagen, genau. Ja, wir brauchen unbedingt jemanden, ja, oder ich gebe dir den Job oder so. Sondern nein, es geht wirklich darum, wie du es gerade beschrieben hast, einfach mal ins Gespräch zu kommen, zu erzählen. Und wenn dann eine Offenheit für da ist, zu sagen, ja, kannst dich gerne bewerben und so. Ich könnte mir das vielleicht auch vorstellen. Ja. Und dann guckt man sich das eben an. Man hat ein Bewerbungsgespräch, dann ein richtiges, adäquates Bewerbungsgespräch und schaut, ob es passt. Man gibt den Job und hat die Person gegebenenfalls dann über eine sehr, sehr lange Zeit oder für immer sogar im Unternehmen. Jetzt seid ihr schon echt enorm groß. Also ihr seid 1,90 bin ich. Das auch. Aber als Unternehmen ist natürlich genau mitgewachsen, ist auch sozusagen auch 1,90. Jetzt habt Jonas und du, ihr habt jetzt ein neues Projekt gestartet und du bist dort das Aushängeschild von sozusagen. Erzähl mal, was das ist. Eine Sache, die bei uns höchste Priorität hat, und das ist, dass unsere Kunden wirklich Ergebnisse mit ihrem Film haben. Mhm. Weil was wir nicht machen wollen, ist, dass du halt so einen Film bei uns kaufst und dann, keine Ahnung, passiert damit nichts oder du findest da keine Neukunden mit, weil das ist ja unser Promise. Unser Promise ist, hey, wenn du einen Film nutzt, dann kannst du damit mehr Neukunden finden. So, und jetzt haben wir halt bei Bestandskunden, die wir angerufen haben, haben wir halt immer wieder gesehen, okay, die nutzen den Film, die schicken den raus, die schalten damit Werbung, aber deren Webseite ist halt so mies und konvertiert halt einfach nicht. Ja. So, das heißt, du hast zwar dann Interessenten und Besucher auf der Seite, aber es trägt sich halt keiner bei dir ein. Ja. So. Und dann haben wir gesagt, okay, beziehungsweise wir haben da schon länger mit einer Agentur zusammengearbeitet, landeseiten.de. Und dann haben wir uns entschieden, die Webseitenagentur zu übernehmen und halt quasi alles einmal durchzusanieren, also neue Prozesse dafür aufzubauen, neue Mitarbeiter dafür zu holen. Wir haben ein neues Branding dazu gemacht, haben dann angefangen, für unsere Kunden, für Bestandskunden erstmal Webseiten zusätzlich zu bauen. Ja, und zu sagen, hey, wir bauen die passende Webseite sozusagen zu deinem Film, gleicher Look, gleiche Markenbotschaft, Marketingbotschaft, damit du halt wirklich auch Ergebnisse mit dem Film bekommst. Finde ich eigentlich ein sehr, sehr smarter Move, weil erstens hast du eben gesagt, und das ist richtig so, man kann einen richtig guten Film haben, der die richtige Botschaft aussendet, doch deine Website konvertiert sozusagen nur wie das schwächste Glied in der Kette, und wenn die Webseite per se einfach nicht gut aussieht, wenn die falschen Texte hat, dann klickt auch keiner auf das Video, um dann vom Video zu überzeugt zu werden, weil das Video ist top. So, aber wenn die Website ansonsten nicht stimmt, dann bringt das natürlich nichts. Und jetzt dann zu denken, okay, wir machen nicht nur das Video, sondern auch die Website dazu, die Landeseite dazu, ja, da wo die Leute draufkommen, ergänzt sich nahtlos. Und ja, genau. Ein sehr, 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 sehr schlauer Move. Wie seid ihr auf den gekommen eigentlich? Also wir arbeiten halt sehr eng mit unseren Kunden zusammen. Das heißt, wir machen zum Beispiel ein Loftfilm Day zweimal im Jahr, wo wir unseren Kunden in München zeigen, wie sie den Film richtig einsetzen, wie sie damit wirklich Ergebnisse bekommen. Und da merkst du halt, wenn du dir immer wieder so die Marketingauftritte oder die Funnel dann von den Kunden anschaust, dass es an der Webseite bricht. So, und da haben wir gesagt, hey, wir haben die Ressourcen. Wir haben Leute, die können Werbetexten. Ja, weil die schreiben ja die Filme. Wir haben Designer und wir haben einen Haufen Bestandskunden mit Bedarf. Wir nutzen diese Ressourcen und bieten denen einen neuen Mehrwert, nämlich deren Webseite neu zu bauen. Mhm. So, und die ganzen oder viele von den Prozessen, die Verkaufsprozesse zum Beispiel, sind ja fast 1:1 gleich. Klar muss man ein bisschen was anpassen, aber sehr viele Ähnlichkeiten. Auch so ein Produktionsprozess, ob du jetzt ein Drehbuch schreibst für einen Film oder eine Copy für eine Webseite, ist nicht so ein großer Unterschied. Klar, gibt so ein paar Sachen, wo man Unterschiede machen muss, aber vom Grundprinzip her ist das gleich. Und das ist eine Sache, vor der ich auch warnen will, weil was ich glaube, viele falsch machen, ist, die konzentriert sich zu schnell auf neue Projekte. Ja, ihr wart natürlich an dem Level schon, dass ihr schon über 1 Million Euro Monatsumsatz gemacht habt, ehe ihr dann auf die Idee gekommen seid, wie können wir das jetzt weiter ausbauen? Genau, weil wenn du Ressourcen hast und du weißt, die funktionieren, dann ist es gut, auch was Neues damit aufzubauen. Und dann macht es auch Spaß, weil du kannst die Sachen nutzen. Aber wenn du deine erste Sache, die du aufgebaut hast, einfach noch so ein bisschen wackelt und noch gar nicht richtig steht, dann würde ich auch absolut davon abraten, direkt das Nächste zu starten oder das Nächste. Weil sobald du dann den Fokus auf was Neues shiftest, dann bricht halt das andere. Also erstmal gucken, dass wirklich das, was dein Zugpferd ist, was funktionieren muss, dass das einwandfrei funktioniert. Das war bei uns auch ein großes Thema, Führungskräfte zum Beispiel ausbilden. Und dann, dass man sich dann auf was Neues konzentrieren kann. Ist auf jeden Fall goldrichtig, was du sagst. Also man sollte auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, dass das Zugpferd, wie du es genannt hast, wirklich auch funktioniert und dass dort alle Prozesse laufen. Und besser kann man es eigentlich
gar nicht ausdrücken. Ist es denn auch so, dass ihr jetzt, wenn ihr die Landeseiten baut, dann natürlich der Weg sehr kurz ist und es auch sehr naheliegend ist, den Personen dann auch noch sagen, hier, ihr habt jetzt eine coole Landeseite, aber die würden noch besser sein mit dem richtigen Film. Ja, klar. Also es geht sozusagen in beide Richtungen. Und was wir hier sehen, finde ich auch übrigens sehr interessant. Wir haben also einen Kunde von uns, Loftfilm, der gigantisch gewachsen ist und einfach reibungslos funktioniert. Und dann die Idee zu haben, okay, wir nutzen das Wissen, was wir bekommen haben, bauen damit sozusagen eine naheliegende neue Firma, die wirklich komplett nahtlos auch mit unserer ersten Firma zusammen funktioniert. Und die gehören auch beide zur selben Gruppe, wie ich es richtig verstanden habe. Das ist einfach ein totaler Win-Win für beide Seiten. Ja, auf jeden Fall. Also das macht auch dann, wenn wir über das Thema Rentabilität sprechen, total viel Sinn, weil du hast halt, du hast ja Positionen im Unternehmen, die brauchst. Du brauchst jemanden, der deine Buchhaltung macht oder der zum Beispiel Rechnung rausschickt. Aber wenn du jetzt halt eine Person hast, die für Loftfilm Rechnung rausschickt und aber auch noch für Landeseiten.de Rechnung rausschicken kann, natürlich muss das ordnungsgemäß verrechnet werden, aber wenn du eine Person hast, dann hast du gleich deine Kapazitäten viel besser genutzt. Ja, weil du diese Rolle nicht doppelt ausbilden musst, wenn du zwei Firmen hättest, aber eine Person vielleicht auch zu wenig zu tun hat für eine Firma, hast du das einfach perfekt, eine perfekte Ergänzung. Ja, richtig, weil wenn der Prozess gleich abgearbeitet wird, jeweils nur für eine andere Firma, vielleicht ein anderer Firmenkopf drauf, aber sozusagen derselbe Ordner, wo man dann die entsprechenden Template-Files draus nimmt, die man dann eben versendet, ist es ja ideal. Und dann kann eine Person einfach noch besser ausgelastet werden, die diese eine Rolle erfüllt. Gibt es sonst noch irgendein Key-Learning, was du mit Baulink Consulting gelernt hast, was dir weitergeholfen hat? Also ein großes Thema war einfach das Thema Prozesse, weil ich habe vorher noch nie, ich sag mal, einen richtigen Prozess gebaut. Ich habe natürlich irgendwie versucht, Abläufe zu formulieren, aber dass man so, wie man so einen richtig wasserdichten Prozess baut, so dass es eben keinen links und rechts gibt und keine Probleme und keine Fehler. Das habe ich auf jeden Fall von euch gelernt. Ja, weil oft ist es ja natürlich so, wenn man irgendwas im Unternehmen gestaltet, irgendeine Tätigkeit dort ausführt, dann ist es immer wichtig, die jetzt sozusagen in einen Prozess zu gießen, der möglichst wenige Fehler zulässt. Und dann sind Mitarbeiter auch in der Lage, durch diese Prozesse geführt zu werden und auch sehr fehlerlos ihre Arbeit zu erledigen. Das macht die dann glücklich und dich dann sozusagen als Führungsposition auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, du kannst dann halt auch gleichbleibende Qualität garantieren. Weil wenn du weißt, es wird immer alles nach dem gleichen Prozess, zum Beispiel in so einer Filmproduktion, läuft immer alles nach dem gleichen Prozess ab, dann weißt du, du kannst dich darauf verlassen, dass deine Qualität einfach gleich bleibt, weil es gibt Checklisten für alles, es gibt Abnahmen für alles und es ist nicht so, wie wahrscheinlich in vielen Kreativen, eigentlich auch eine Kreativagentur, wo es dann so ein bisschen nach Bauchgefühl geht. Weil sobald du halt Bauchgefühl hast und du hast jemanden, der kein gutes Gespür dafür hat, dann hast du halt plötzlich dann Mitarbeiter sitzen, der einen schlechten Job macht, deine Qualität sinkt, die Kunden werden unzufrieden und wirklich eine gleichbleibende Qualität kannst du einfach nur garantieren, wenn du einen guten Prozess hast. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass wir selbst in so einem kreativen Bereich, ja, wo es darum geht, Erklärfilme zu machen, ja, wo man sehr viel Herzblut, Leidenschaft, Kreativität reinsteckt, dass selbst das sozusagen in Prozessform zu gießen ist, mit Checklisten abhaken, dass die Qualität dort stimmt, dass dort objektive Kriterien festgehalten werden. Erst wenn das und das erfüllt ist, dann hat das auch Qualität. Ne? Also und so ist es dann in der Lage, habt ihr einen sehr wasserdichten Prozess, der immer wieder hervorragende Filme ausspuckt, sozusagen. Ganz genau. Jetzt ist es so, dass wir ja morgen die Marktführer Mastermind haben, an der du natürlich auch teilnehmen wirst. Dort setzen wir uns immer natürlich mit den Kunden zusammen Ziele, wo es in den nächsten 90 Tagen hingehen soll. Ich habe ja eingangs erwähnt, ihr habt ja schon den besten Award abgeräumt. Welche Ziele hat man denn jetzt noch, wenn man schon so viel erreicht hat? Also zu den nächsten 90 Tagen, da werden wir uns jetzt die nächsten Tage Gedanken machen. Aber grundsätzlich, unser Ziel ist, die größte Marketingagentur Europas zu werden. Die aktuell größte Marketingagentur Europas sitzt übrigens auch in München und die machen 623 Millionen im Jahr. Da ist ja noch ein das heißt, kleiner Witz zu gehen. Da gibt es auch viele Awards zum Gewinnen. Wir sollten uns ein paar Awards ausdenken. Das ist natürlich eine langfristige Strategie. Ja, das ist jetzt nichts, was wir in den nächsten 2 Jahren schaffen werden. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, ein großes Ziel zu haben. Das ist auch das, was uns oder bei Loftfilm von Anfang an motiviert hat,
nochmal größer zu denken, nochmal den Schritt mehr zu gehen, nochmal wirklich da die ganze Energie reinzustecken, weil wir nicht gesagt haben, hey, unser Ziel ist irgendwann mal 5 Mitarbeiter zu haben, sondern unser Ziel war, größte Erklärvideoagentur der Welt. So, das haben wir dann erreicht und dann war es auch so ein bisschen, okay, was ist das nächstgrößere Ding? Und damals, als wir zu zweit zusammen saßen und gesagt haben, die größte Erklärvideoagentur der Welt werden, das war absolut wahnsinnig. Absolut wahnsinnig, sowas zu behaupten und sich sowas vorzunehmen. Und genauso wahnsinnig ist jetzt das Ziel, die größte Marketingagentur Europas zu werden. Aber ich glaube, man braucht diese Ziele, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Maßnahmen zu planen. Was würdest du jemanden raten, wenn du jetzt noch einmal so die letzten Jahre Revue passieren lässt? Du warst damals jemand, der auch gerne so frei gearbeitet hat. Du warst gerne unterwegs, sei es Barcelona oder Bali, hast remote gearbeitet. Würdest du es nochmal so machen, so eine Firma sozusagen in einem Ort mit Büro zu starten? Weil das ist ja, man gibt ja auch ein bisschen was auf vielleicht damals, dieser Lifestyle. Oder ist das nochmal wiedergekommen? Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das mit einem Team vor Ort zu machen, 100%. Weil, also erstmal, ich komme gerne ins Büro, weil ich arbeite gerne mit den Leuten da zusammen. Wir haben ein cooles Team aufgebaut. Ich wie gesagt, ich schaue mir auch jeden an, der bei uns starten will. Und wir wählen wirklich die aus, wo wir sagen, hey, die passen bei uns super rein. Mhm. Das heißt, erstmal mit dem Team zusammenarbeiten ist mega cool. Und ich glaube, es macht auch einen großen Unterschied, wenn du in einer Firma arbeitest, wo du Angestellter bist, so, und du magst deine Kollegen nicht. Ja, natürlich macht es keinen Spaß und du kannst es dir auch nicht aussuchen, aber wenn du der Chef bist, dann kannst du es dir aussuchen. Mhm. So, trotzdem, was ich regelmäßig mache und was ich auch gerne mache, ist, alle unsere Prozesse sind remote, also digital. Wir können von überall aus arbeiten und dementsprechend bin ich schon im Jahr immer mal wieder hier ein paar Wochen im Ausland und arbeite dann von dort, wo es vielleicht ein bisschen wärmer ist im Winter als hier in Deutschland. Das heißt, das mache ich schon gerne. Und ich finde, das ist jetzt habe ich halt die Opportunity. Jetzt kann ich halt wirklich sagen, hey, ich weiß, wenn ich nicht da bin, es läuft trotzdem. Mhm. Ich bin aber auch gerne da mit dem Team. Ich kann aber auch mal 3 Wochen irgendwo auf eine Insel fliegen. Und die muss dann da kein Internet unbedingt haben. Weil das Team, die Prozesse, die laufen. Ja, im besten Fall ja, aber 3-4 Wochen irgendwie Urlaub auf einer Insel. Ohne Internet ist auch doof. Weiß gar nicht, ob ich das machen würde. würde ich auch nicht machen. Aber der Punkt ist, man kann auch mal guten Gewissens einen Tag mal den Laptop einmal zuklappen. Ja, auf jeden Fall. Und man muss dann nicht auch am Pool mit dem Laptop die ganze Zeit sitzen. Ja, auf jeden Fall. Und dann da, damit es weiterläuft. Weil das ist das, was funktioniert, wenn man ein Team hat, wenn die Prozesse stehen, wenn eine Firma sozusagen auch ohne einen selbst als Geschäftsführer oder als führender Angestellter läuft, dann kann man auch wieder sozusagen diesen digitalen Nomaden-Dream sozusagen leben. Der da der Unterschied ist jetzt bloß, dass man nicht mehr im Hostel ist, sondern im Hotel. In einem 5-Sterne-Hotel. Vielleicht sogar noch dazu. Also, ich muss sagen, zusammengefasst haben wir echt nochmal eine sehr coole Perspektive, einen sehr geilen Engel gesehen auf das, was du zusammen mit Jonas damals da aufgebaut hast. Und wir sehen auch einen sehr, sehr durchdachten Plan, jetzt landeseiten.de groß zu machen mit dir als Aushängeschild. Wenn wir jetzt da draußen Leute haben, die denken, ich könnte bei meiner Webseite ein paar mehr Anfragen gebrauchen, wie können die Leute dich denn finden? Ja, also wenn jemand sagt, hey, ich bin mir nicht sicher, ob meine Webseite gut ist, dann ist sie erstmal grundsätzlich wahrscheinlich schlecht. Aber was wir machen ist, wir schauen da immer drauf. Also wir machen halt eine kostenlose Analyse, wo wir uns wirklich anschauen, hey, guck mal auf deiner Webseite, das und das funktioniert nicht, deswegen bekommst du keine Anfragen und machen schon ein Konzept, ja, wie würden wir es aufbauen, damit du halt mehr Besucher verwandelst. Und wenn das jemand interessiert, dann einfach auf landeseiten.de eintragen zum kostenlosen Erstgespräch. Dann sprechen wir und schauen uns da die Webseite an. Und wenn du Coach, Berater, Dienstleister oder Agenturinhaber bist und selber daran interessiert bist, eine großartige Erfolgsgeschichte zu schreiben, ähnlich wie der Felix und der Jonas das geschafft haben mit Loftfilm, dann solltest du auf www.andreasbaulich.de gehen und dich dort eintragen zum kostenlosen Erstgespräch. Und wir werden dann auch ganz genau gucken, wie wir dir helfen können. Bis dann also in einem der nächsten Videos. Und vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja, danke dir.